Jetzt ist es passiert. Die Lufthansa hat sich zur Maskenpflicht geäußert, insofern, dass sie es einfach jetzt, naja, sollen wir sagen, ignoriert. Des Weiteren gibt es einen Punktesale bei Hyatt, 30%. Wir haben einen Business-Class-Deal für euch. Und eine Sache, die ich nicht vorenthalten will, die A350-1000er, da gibt es wohl jemanden, der die haben will. Und das ist nicht Lufthansa. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge bleibt es euch natürlich wie immer nicht erspart, einfach den Abonnierbefehl zu folgen, die Glocke anzumachen, den Kanal zu liken natürlich. Ja, und den Beitrag auch liken, alles liken, kommentieren. Also insofern ganz viele Sachen, die ihr tun müsst. Heute bin ich etwas früher dran, mache das Ganze schon um 14 Uhr mit der Aufnahme, wollte eigentlich später anfangen, aber die erste Meldung, die ich euch nicht vorenthalten will, ist Lufthansa in Bezug auf die Maskenpflicht. Die Lufthansa sagt ganz einfach, wir machen da nicht mehr mit. Ja, klingt im ersten Moment wie eine Befreiung, ist auch eine Befreiung. Aber man muss halt einfach wissen, dass das Unternehmen am Freitag natürlich mitgeteilt hat, dass man auf die Maskenpflicht hinweisen wird. Man wird aber wie andere Fluggesellschaften, so wie die KLM zum Beispiel, das auch anfangs gemacht hatte, nicht mehr dieses Ganze enforcen. Ganz genau. Also die Maske, die Durchsagen kommen, man wird gebeten, die Maske zu tragen, aber man wird halt nicht mehr aufgefordert, von der Crew die Maske anzuziehen. Grund sei ganz einfach, dass im Alltag natürlich so viele Lockerungen mit der Maske sind, dass es nicht nachvollziehbar ist. Es kann doch nicht wahr sein. Und das ist etwas, wo ich auch persönlich euch schon berichtet habe. Ich fliege mit AirBaltic, ich fliege mit Finnair, ich fliege mit Swiss. Also wir brauchen gar nicht weit gucken, können innerhalb der Lufthansa-Gruppe bleiben. Und die dusselige Maske muss nicht getragen werden. In Deutschland, wenn die Lufthansa fliegt, müssen sie es. Und damit ist es ein Wettbewerbsnachteil in meinen Augen. Weil ich sage mal so, jeder, der eine Maske tragen will, kann sie tragen. Wer sie nicht tragen will, trägt sie halt einfach nicht. Und das ist das Problem, wenn Lufthansa das natürlich enforced. Ich bin mit der Lufthansa jetzt wieder geflogen, letztes Wochenende, und da wurde auch darauf hingewiesen, es gab jetzt keinen Stress im klassischen Sinne, aber es war halt, ja, es war halt einfach unangenehm im Vergleich zum Flug mit AirBaltic, wie ich hingeflogen bin nach Deutschland. Natürlich ist das auch so, dass die anderen Nachbarstaaten da die Argumentationsstruktur kaputt machen, weil du kannst nicht erklären, dass die Maske in Deutschland sein muss, aber da nicht. Also das Virus ist ja nicht intelligent. Das erinnert mich an die Anfangszeit, wo sie gesagt haben, ja, du brauchst einen PCR-Test, wenn du privat reist, im Hotel zu übernachten. Wenn du keinen PCR-Test oder wenn du nicht geboostert oder geimpft oder was auch immer bist, aber geschäftlich unterwegs ist, dann ist wieder alles egal und dann kannst du mit PCR. Also ist doch Quatsch. Ich meine, ich kann auch ein T-Shirt tragen, wo drauf steht, Achtung, bin geschäftlich unterwegs, damit der Virus auch weiß, dass er mich nicht aus Versehen angreift, hätte ich fast gesagt. Und man muss halt einfach sagen, natürlich, dass an Bord der Kapitän oder die Kapitänin, gibt ja genug bei der Lufthansa, das letzte Wort haben. Aber man möchte halt bei der Lufthansa jetzt die Prozesse anpassen. Und warum soll man sich den Stress geben, ehrlicherweise? Also ich persönlich kann es absolut nachvollziehen. Für mich wird es auch langsam Zeit. Da könnt ihr unten kommentieren, was ihr davon haltet, inwieweit ihr sagt, das ist richtig so oder das ist Quatsch. Und vor allem, was man auch machen muss und sagen muss, ist ganz einfach, dass die ECDC, also Europäisch Center of Disease Control, also European muss ich ja sagen, European Disease Center of Control, European Center of Disease Control, so ist es richtig, aber auch die EASA haben halt einfach gesagt, ja, das ist jetzt Quatsch und nur wir in Deutschland haben es weitergemacht, also insofern Lufthansa richtig so, da kann ich also einfach nur sagen, gut so. Kommentiert unten, sagt, was ihr davon haltet, sagt einfach, ob das Zeit war oder wie auch immer. Wenn ihr natürlich für eine Maskenpflicht seid, begründet einfach, warum und was der Vorteil darin sein soll. Ich persönlich sehe es jetzt ehrlicherweise nicht so. Also insofern schauen wir weiter. Das zweite Thema ist ein spannendes Thema, ist ja auch von der Lufthansa oft genug getriggert worden, deshalb auch das Kapperl. Wenn man in Österreich sagt, gell? Ist es so, die Qatari haben ja gestern vor Gericht verloren. Zumindest sieht so aus und man muss die weiteren 350er, 1000 oder 900er einfach abnehmen, wenn sie fertig sind. Wenn sie es nicht tun, hat Airbus das Recht, diese zu veräußern.
So, und jetzt gab es ja das Gerücht, dass Lufthansa sich um die Tausende interessiert und bemühen würde. Das sieht aber jetzt so aus, als ob Air India kommt. Ja, ganz genau. Nachdem Air India von Tata wieder zurück zu den Roots gegangen ist, Lufthansa übrigens ja mit Tata auch ein bisschen enger zusammenarbeiten möchte, sagt man ganz einfach, ist es so, dass die ihre Flotte erweitern, vergrößern, aber auch einige Flugzeuge natürlich austauschen wollen. Und damit will man bis zu 30 Flieger nehmen, um die Flotte zu modernisieren. Insofern tut es ja auch bei den Not, die 747er sind weg, die 777, das ist ja alles. Also schauen wir einfach mal, was da so passiert. Und man muss einfach mal sagen, dass man natürlich bei Lufthansa wahrscheinlich immer noch da interessiert ist. Aber Airbus ist natürlich auch froh, dass jetzt jemand anders kommt. Warum? Natürlich, damit man nicht um jeden Preis verkaufen muss. Und ich bin halt sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hätte auch heute meine Katar-Kappe tragen können. Vielleicht erinnere ich an mich, dass ich das nächste Mal trage. Ist es so, dass es von eurer Seite aus richtig ist, dass die Air India das nimmt? Oder sagt ihr, nee, ich will das lieber, dass die Lufthansa die Tausende nimmt? Oder aber sagt ihr, nee, das soll alles Quatsch, die Katar soll einfach die Liga abnehmen, wie sie sie bestellt hat. Also insofern alles möglich als Antworten. Und man hört halt, dass gerade drei A350-1000er in der sogenannten Nachfrist sind. Und da muss Katar jetzt reagieren. Ich weiß aber nicht, ob die schon die Sitze drin haben und alles, also in welchem Zustand die sind. Ich schätze mal, dass die auch die Sitze drin haben. Das wird dann natürlich auch nicht zur Lufthansa-Flotte passen. Ja, ich warte auf eure Kommentare. Dann geht es heiter weiter. Und zwar hatte ich ja berichtet, dass man in Amsterdam Flüge gestrichen hat. Warum? Ganz einfach, weil der Flughafen an der Kapazitätsgrenze arbeitet, aber nicht, weil der Kapazitätsgrenze vom Flughafen selber so wäre, sondern man hat einfach kein Personal. Und die KLM hat das genauso, das Dilemma. Und deshalb hat die KLM jetzt eine sogenannte Notbremse gezogen. Ja, ganz genau, ist wie im Zug. Einfach festhalten, wir bremsen. Und es fehlt einfach an allen Ecken und Enden Personal, so wie es ja in Deutschland auch der Fall ist. In England sieht man es ja auch. Schlangen, ich habe heute Bilder gesehen von Schlangen, die ellenlang sind. Aber jetzt macht KLM etwas, was eigentlich sehr spektakulär ist, außer dass man Flüge halt streicht. Swiss hat ja auch Flüge gestrichen, um nur ein Beispiel zu nennen. Man setzt den Ticketverkauf aus. Ja, ganz genau. KLM möchte einfach kein Reisechaos und deshalb wird zunächst bis einschließlich Sonntag für alle Flüge ein Ticketverkaufsstopp eingeführt. Was das kostet, das ist ja unglaublich. Ne? Also muss man einfach gucken, ob das bei Frankfurt am Flughafen auch nur eine Möglichkeit ist, ob die Lufthansa den Ticketverkauf stoppt, weil der Fraport-Chef Stefan Schulte sagt, dass man halt wirklich auch akute Personalnot hat. Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Also das ist eine Geschichte, die sehr spannend ist. Was sagt ihr dazu? Ist das eine Möglichkeit, keine Tickets mehr verkaufen? Im Moment sind die Tickets ja auch unheimlich teuer. Das ist übrigens auch ein Thema, aber vielleicht werde ich das morgen mal mit Mario besprechen. Mal gucken, wollen wir morgen die Sendung aufnehmen. Ein Deal. Ein Deal, der in meinen Augen ein richtiger Deal ist. Und zwar, finde ich, hat ja diese sogenannten Economy-Light-Tarife. Die Economy-Light-Tarife heißen so, weil sie so light sind, weil du kein Gepäck mitnehmen darfst. Du darfst nur Handgepäck nehmen. Heißt also ganz einfach, du kannst da in dem Light-Tarif dein Köfferchen mitnehmen, kleines persönliches Item und dann war es das auch schon. Aber dafür sind die Flüge in der Business Class light auch relativ glücklich. Und billig, ja, ganz genau, glücklich, weil es ein leckeres Essen gab. So, man kann natürlich von Stockholm aus fliegen. Finnair fliegt von Stockholm sehr viel nach Nordamerika und deshalb wollte ich euch den Deal vorstellen nach New York, aber auch nach Miami. 1.300 und ein paar kaputte Euro könnt ihr das Ziel bestimmen nach Nordamerika. Das heißt also, man darf nicht weniger als 6 Tage, dann 24 Stunden Turnaround. Was war ja noch wichtig? Das waren eigentlich schon die wichtigsten Sachen. Travel from Inbound Transaction, bla 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 bla. Ja, also im Prinzip ein reiner klassischer Tarif ab Stockholm. Und da solltet ihr einfach mal schauen. Ich selber bin ja mit der Business Class von Finnair nach Los Angeles geflogen, was eine etwas weitere Strecke ist. Fand's gut. Kommt vielleicht noch ein Video. Ne? Schauen wir einfach mal. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was die Bude kostet. Nach New York kostet auch 1.300, ein paar kaputte. Und nach Miami kostet es auch 1.350 irgendwo. Also so in dem Dreh ist das. Ist übrigens Hin- und Rückflug, also ganz, ganz wichtig. Von der Meilenanzahl ist natürlich der
Leittarif nicht so prickelnd, aber er bringt auch noch ein paar Punkte. Also insofern, das läppert sich. Dann ganz wichtig nochmal ein Hinweis für alle, die bei Hyatt Punkte sammeln. Es gibt bei Hyatt einen Sale. Der Hyatt Sale geht bis Ende Mai, dann ist er auch wieder zu Ende. Da gibt es 30% auf die Punkte. Da muss man einfach mal gucken. Die Höchstpunktemenge sind natürlich 55.000 Meilen, die man bei Hyatt oder Punkte, Hyatt Punkte, ich muss ja korrigieren, Hyatt Punkte. Ne? Das war ja in einer Anzeige, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, mit der Hyatt Karte, ne? Hyatt World of Hyatt Points. So einfach ist das. Kostet 850 bei Kaputte. Und da gibt es halt diesen Purchase-Bonus, also diesen Kaufbonus. Und da, wenn man ab 5.000 nimmt, gibt es dann diese 30% Rabatt. Und wenn man 55.000 Punkte kauft, das ist die höchste Menge, kosten die anstatt 1.320 Dollar 924. Aber auch hier wie immer der Hinweis, denkt dran, die Aktion endet jetzt am 30. Mai. Wie Leute, komme ich drauf? Also am 30. Mai und ihr dürft halt wie immer im Leben nur einmal Punkte so pro Jahr kaufen. Deshalb würde ich warten, es sei denn, ihr habt jetzt einen Use Case, wo ihr die Punkte braucht. Vielleicht gibt es ja auch wieder eine Aktion, wo die etwas mehr Punkte geben als vorher. Ja, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Ich hoffe, dass das mit der Maskenpflicht für euch, ich weiß gar nicht, wo habe ich meine Maske? Ich habe gar nicht irgendwo eine Maske, da einmal erfreuen konnte. Aber ich bitte euch trotzdem, die Maske zu tragen, auch wenn es Quatsch ist. Aber die Zeiten, wo ihr sie nicht tragen könnt, können jetzt wenigstens länger sein. Aber nichtsdestotrotz, wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert fleißig unten, lasst uns ein Like da. Das sind die Standardvoraussetzungen, auf die wir uns geeinigt haben. Ihr könnt natürlich meine Sendung schauen ohne Maske. Ganz, ganz wichtig. Zum Backdrop. Hinter mir habe ich... soll ich so einen Foto machen? So in die Kamera. So. Also auf jeden Fall zur Maske ist es halt so, dass man... Backdrop. Ist komplett durchgeknallt. Also auf jeden Fall Backdrop habe ich eine Idee. Ich habe mir ein paar Sachen bei Ikea bestellt. Erstmal langsam anfangen. Wir können dann langsam aufbauen. Habe so ein bisschen Licht gekauft. Schauen wir mal, was da dann kommt. Mal gucken, ob wir das hinten, dieses hübsche Grün, nochmal in irgendeiner Art und Weise verschönern. Aber im ersten Moment habe ich keinen Bock zu malern. Stay tuned, bleibt mir natürlich wie immer treu und schaut den Kanal. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ich suche wie immer jetzt meine Fernbedienung. Da habe ich den gelegt. Also ich muss mir noch was Besseres ausdenken mit der Fernbedienung. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Und tschüss.